Ich habe mich gerade verquatscht. Ich bin ganz offen und ehrlich, es war meine Schuld. Ja, aber jetzt sind wir da. Und mit wir meine ich, wir sind zu dritt. Und wer sind wir? Das verrate ich nicht. Das müsst ihr selbst raten. Nein. Das ist Das zum Ganze ist ein einen. Mystery Stream, es Ja, bleibt geheim. genau, das bleibt geheim. Zum einen der gute Bisa, der mich auch gleich gehostet hat. Danke dir, Bisa. Hallihallo. Und grüße dich. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Kein Muskelkater vom Bowling spielen. Ey, komischerweise hatte ich gestern in der anderen Hand den Muskelkater. Was? Ja. Hast einen Bierkasten getragen, Das. während du Bowling spielen warst? Nee. Das Problem war eher, ich habe im kalten Zustand meine Bowlingtasche mit dem Arm hochgehoben. Ah, okay. Na gut. Das akzeptieren wir jetzt mal so. Und zum anderen den guten Wolf. Grüß dich. Du auch Muskelkater? Hallo. Nö, mir geht's gut. Dir geht's gut. Kein Muskelkater. Nein. Nochmal alles abtasten? Definitiv nicht. Definitiv kein Muskelkater, dafür fehlen die Muskeln. Sehr gut. Aber ich sorge für Muskelkater. Definitiv heute. Denn auch das Hirn ist ein Muskel und den werde ich euch heute zum Kochen bringen. Oder ist das eine falsche Aussage? Ist das Hirn doch kein Muskel? Doch, ich glaube tatsächlich schon. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Egal. Auf jeden Fall, falls das hier ein Muskel ist, werde ich diesen Muskel heute sehr beanspruchen. Was ist denn jetzt gerade los? Muss mal was trinken. Einsparken. Beanspruchen von euch. Denn wie ihr jetzt schon mitbekommt, Aussprache funktioniert schon nicht mehr. Mein Hirn ist ein wenig matschig. So. Man sieht es hier an diesem Gute T-Shirt. Ich weiß Voraussetzung nicht. für einen Stream, in dem man denken muss. Ich weiß, ihr seht das gar nicht gescheit. Warte mal, ich versuch's mal. Habe ich das Ganze in groß? Nein, ich muss das nochmal einfügen. Warte mal kurz. Ich suche mir das mal kurz aus einem anderen. Haben die du. Videoaufnahmegerät. Einfügen. Wir möchten gerne den Hut. So, da seht ihr es. Dieses T-Shirt sagt: It was too much yesterday for today. Und ja. Dementsprechend ist ein bisschen matschig in dem Kopf und ein bisschen matschig auf der Stimme. Nee, ich habe gestern Karaoke gemacht. Mit zwei Freunden und haben da uns die Seele aus dem Leib gegrölt und dabei ein bisschen was getrunken. Ja, kann man machen. Kann man mal. Ja, gut, ich musste für Silvester, musste ich, und das bist du ja auch. Und der Wolf, habe ich ja gehört, der will ja vielleicht auch kommen. Ich habe gehört, bei euch sind die Plätze voll. Was? Ja. Seit wann? Ging gestern in der Gruppe rum. Hat mir ein Kätzchen Nö. gezwitschert. Hat dir ein Kind. Ja. Hast du dich wieder zu lange Zeit gelassen? Jetzt kannst du dich drücken. Und Ja. jetzt sagst du wahrscheinlich sowas wie: Ich wäre voll gern gekommen, aber ihr habt ja keine Plätze. Nee, noch ist nicht sicher, ob wer. Also, kann immer noch wer ausfallen. Das ist noch zu viel Zeit. Damit warte Ja. ich noch. Nee, was wollte ich sagen? Ja, weil für dieses Karaoke-Treffen, ja genau, ist nur ein Karaoke-Treffen, ist gar kein Silvester-Treffen. Wir sind ja nur fürs Karaoke da. Nein, für das Silvester-Treffen stelle ich ja das Karaoke und dementsprechend muss man da ja das hier alles vorbereiten. Damit der Visa hier seine Trillerstimme von sich geben kann. Oh ja. Oh ja! So, dann starten wir mal das Spiel. Komm. Ihr wartet doch alle darauf. Ihr wartet doch schon. Und ich hoffe, ich habe alles wieder richtig angeschlossen. Vermutlich Wird nicht. schön. Ich höre noch nichts. Doch, da ist es. Ich höre es. Ihr hört es noch nicht. Ihr könnt es auch noch nicht sehen. Aber gleich seht ihr es. Gleich. Und damit meine ich nicht ihr im Stream, weil ihr seht's. Ihr habt immer die Privilegien. Ich freue mich aufs Karaoke, auch wenn die Nachbarn und Tiere im Umkreis wieder leiden dadurch. Lumi, Ach, du das musst müssten die das doch schon alles gewohnt sein. vorbereiten? Nein, 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 Sly. Ich habe jetzt nur vorbereitet, dass die Technik funktioniert. Dass die Lieder funktionieren, das liegt alles an dir, Sly. Das musst alles du machen. Ich habe nur probiert, dass die vier Mikros funktionieren, das System funktioniert, mit den Liedern, die wir natürlich schon fertig vorbereitet haben. Aber da wir noch nicht damit fertig sind und
da einen großen Dank, damit der Slider jetzt nicht eifersüchtig ist. Da der gute Slider jetzt nicht eifersüchtig ist, dass ich jetzt sage, ich muss es vorbereiten. Nein, die große Technik, also gerade das Bearbeiten der Songs, dass die so funktionieren, wie sie sollen, das macht der gute Sly. Ich gucke nur, dass die Titel dann nicht doppelt sind. Ach, Sly, es sind 27.864. Davon haben wir A, B, D, Q, W, X, Y, Z gemacht. Die anderen Buchstaben haben wir noch nicht. Also es sind, ich habe glaube ich mal kurz hochgerechnet, wir haben noch insgesamt 20.700 ein paar zerquetschte Titel zu bearbeiten. Also, ey, wir haben schon 6.000. Also, das ist ja schon fast alles. was sagt Dumi denn da? Wenn ihr nächstes Wochenende nicht daran arbeitet, gibt's auch kein gemeinsames Rahmenessen. Oh. Aber ich habe am Wochenende Sushi gegessen. Lecker Sushi. Außer gemeinsames Rahmenessen. Immer schön an den Bilderrahmen knabbern. Ja. Wir essen im Rahmen. Also nicht über unseren Hunger hinaus, sondern im Rahmen muss man essen. Ah. Lecker, 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 lecker. Ihr habt jetzt mittlerweile Bild. Habe ich jetzt... Nee, ich habe es noch nicht angemacht. Nein, oder? Hast du noch nicht. Aber ich wollte es tun. Weiß nicht, ob das zählt. Ich wollte es tun. Mir geht es ganz plötzlich nicht mehr gut. Ich glaube, ich werde krank. Sly, ist überhaupt kein Problem. Da du das sogar im Bett machen kannst mit deiner Funktastatur und deinem riesigen Beamer, den du von deinem Bett aus an die Wand werfen kannst, kannst du das auch krank im Bett machen. Ich glaube nicht, dass es so gut ist, wenn er den Beamer an die Wand wirft. Ja gut, könnte ein Loch in der Wand sein. Kommt auf die Wand an. Wenn er es an meine Wand wirft, dann ist der Beamer hinüber. Na gut, das ist... Kommt aber... Nee, warte mal. Sind alle Wände bei dir voll Beton? Hast du keine Rehbebswand? Keine einzige? Nein. Okay. Naja gut, so viele Wände sind ja bei dir auch nicht. Fünf, glaube ich. Fünf? Man kann sagen fünf. Ja, sind fünf. Müssen reichen. Ja. So. Wir setzen die Reise ins Ungewisse fort. Ach nein! Das stimmt, ich entsinne mich wieder. Und schon fällt mir wieder ein, dass ich dieses Rätsel so böse finde. Ja, stimmt, wir müssen ja von Raum zu Raum. Ja. Ah, weiß noch jemand, wo wir hin wollten? Ja, du hast zuletzt abgeschlossen. Genau. Ja, meinen Raum abgeschlossen und dann bin ich gegangen, weil mich ein Lava Gandor ganz mit ganz großen Augen angeguckt hat und gesagt, kannst du bitte noch reinmachen? Weil er hat es mir sogar noch auf Telegram geschrieben. Das bitte. Geh sofort wieder online und mach noch einen Raum. Okay, also wir können hier noch rein. Wir können hier rein. Also wir haben zwei Räume. Ne, wir haben drei Räume zurzeit offen. Okay. Ich frage mich immer noch, für was diese Perle gut ist. Ist da irgendwas, wo Perlen auf dem Dach sitzen oder so? Du musst sie vor die Säue werfen. Hab keine Säue. Ich hab euch, aber vor euch kann ich die nicht werfen. Ja, aber da wär's richtig. Das möchte ich gar nicht bezweifeln. Wir gehen einfach da rein. Genau, das war das Seezimmer. Okay, wir hatten das Seezimmer. Was war das? Aber da hatte ich ja nichts. Nee. Konnte ich nicht reingucken, oder? Konnte ich da reingucken? Also ihr merkt, der Rothund weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Das heißt, Lektion für die Zukunft. Ihr dürft ihn leider nicht mehr Pause machen lassen. Nein! Der muss jetzt Spiele leider immer komplett am Stück durchspielen. Das ist aber sehr schade. Okay, da kam der Top. Aber hey, so wie es aussieht, schaffen wir das Spiel heute. Nee. Vermutlich. Glaube ich nicht. Ich muss um 8 Uhr Feierabend machen heute.
habe heute wieder Staff-Meeting. Ach ja, stimmt. Ja, wir haben heute ein Staff-Meeting. Aber ich habe hier die Kanonenkugel. Hallo, also bitte, empört Mounts, was? Ich verstehe jetzt nicht, was Lumi von mir will. Hat jemand herausfinden können, warum die Katze Mounts? Hat die kein Futter bekommen? Da rein! So. Also das Seemannszimmer, da weiß ich nicht, ob ich da... Oh, stimmt! Wir hatten ja Chinatown aufgemacht. Japanische Galerie. Großer Unterschied. Nein, Chinatown. Das ist definitiv alles Chinatown hier. Okay, wir gucken uns erstmal in Chinatown. Oh, guck mal, da sind Sachen. Ich will dahin. Da ist was. Okay. Da ist eine Pfote. Da ist Blut. Blut! Überall Blut! Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Da mein Buch. Haha. Ich weiß, was der Wolf gleich tut. Lesen. Okay, gucken wir uns die Drachen noch an. Hallo, ihr Drachen. Wie Krachendrachen. Eins Perle. Ey, erstens. Perle vor uns hinwerfen. Wir sind keine. Was? Wir sind keine Säue. Ja, ich soll's ja auch nicht vor euch werfen. Ich hab gesagt, ich kann die vor die zwei hier werfen. Und die zwei, das ist hier, das sind hier meine Miträtselkollegen. Und du hast erstmal ans Meeting gedacht und hörst deshalb früher auf. Ja, eigentlich möchte ich ja nicht früher aufhören. Und ja, die Katze hat noch kein Futter. Aber du hast drittens davor vergessen zu schreiben. Also, das ist immer so die Sache. Du möchtest früher aufhören, das sind Kombinationen, die eigentlich nicht funktionieren. Ich muss früher aufhören. Naja, es ist keiner mit gezogener Waffe hier. Kannst du in meine Wohnung sehen? Siehst du, ob mich von hinten einer bedroht? Ich möchte aus rechtlichen Gründen diese Frage nicht beantworten. Okay, ich habe hier einen Knopf. Es kann sich ja schnell ändern. Okay, ich habe keinen Knopf. Aha. Aha. Okay, jetzt kann ich. Du kannst das wahrscheinlich rüberschieben. Aha, ich habe eine Glocke. Eine Messingkugel. Viel besser als eine Glocke. Und diese Messingkugel hat einen. Sieht aus wie ein trauriger Mund von einem Smiley. Ich kann sie aber nicht drehen. Schade. Okay. Putz. Fang du besser nicht an, mich zu verbessern, wenn es ums Schreiben geht. Deswegen schreibe ich auch so wenig. Weißt du, ich könnte jetzt auch im Stream die ganze Zeit schreiben, aber da meine Rechtschreibung echt schlecht ist, tue ich lieber labern. Im Labern bin ich viel besser als im Schreiben. Gebe ich ja zu. Kein Problem. Also für 12 Euro die Stunde gebe ich dir da gerne Nachhilfe. Fürs Labern? Also, dreiviertel, nein, Schreiben. Aber warum nicht? Das ist dreiviertelstündig. Die Muschel ist. Voll. Ganz schön festgeschlossen. Wolf, wir machen dann alle dreimal zusammen dann Nachhilfe bei der Buch. Über Discord. Warum kann ich das nicht auch machen? Ich möchte der Mupfel die Perle geben, aber die Perle will keine Mupfel haben. Nee, umgekehrt. Die Mupfel will keine Perle haben. Was haben wir denn hier? Schieb. Okay, daneben nicht. Kann ich da oben was noch schieben? Nö. Ich muss mich hier mal die ganze Mechanik mal angucken. Was kann ich hier noch tun? Wo stehe ich? Irgendwas zum. Nee, kann ich auch nichts drehen? Eine kleine Frage. Eine große Frage. Hast du irgendwas? Oh. Hab ich was? Ja, ich habe eine Perle und eine Metallkugel. Kannst du zufällig die Kugel als Knauf verwenden? Weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht versucht. Ich wüsste doch gerade noch nicht wo. Okay. Was ist das? Vielleicht von diese Symbole könnten mit etwas zu tun haben. Was? Diese Symbole könnten mit etwas zu tun. Ja, super, die konnten. Oh, diese Antwort. Diese Symbole könnten mit etwas zu tun haben. Na, dankeschön. Okay, hier haben wir nochmal so irgendwas. Das will ich auch nicht. Hey, es ist inhaltlich nicht falsch. Das ist absolut richtig. Aber abends ist kälter als draußen. Ist inhaltlich manchmal auch richtig. Eigentlich nicht, nee. Warum nicht? Aber warum nicht? Okay. Wolf?
Ja. Ich habe gehört, du willst lesen. Wir gehen jetzt zu dem Buch. Hast du das gehört? Ja. Hast du Ich das öffne gehört? hier die Schnalle. Das Buch fängt an zu wuchern. Und ihr werdet der wundersamen Stimme des Wolfes lauschen können. Ah, das kann ich lesen, das ist nicht ganz so viel. Mein Geist schmerzt. Ich kann nicht. Es hat das Haus ergriffen. Es entstellt alles. Edward, wie konntest du nur? Was ist das? Ich kann nicht. Ihr Gärten, in ihr Gärten, in ihr Gärten, in ihr Gärten, in. Oh Gott, es brennt. Ich muss es von ihm fortschaffen, wenn ich es ablenken kann. Ihm etwas anderes vorwerfen kann. Wenn ich nur einen Moment Zeit ergattern kann, dann kann ich gehen, dann kann ich Hilfe holen, dann kann ich. Nun. Oh, schade. Yep. Und ja, der Hund wurde gemutet. Wer es noch nicht mitbekommen hat. Gut gemacht, Lumi. Dieses Mal nicht von mir. Ja. Kannst du zufällig die Treppe hochgehen? Okay. Oh ja, sieht interessant aus. Aber da am Eingang, da könnte tatsächlich die Perle reinpassen. Ja. Bin ich Vielleicht. sicher? Zieh mal drauf. Oder Okay. kannst du drauf gucken? Oh. Kannst du wofür für okay. Kann da der komische Schlitz da. Putz, da vorne. Wahrscheinlich auf dem Kästchen der, oder? Wahrscheinlich meinte Albi den Schlitz auf der auf dem Kästchen drauf oder auf dem Haus. Oder? Ja, Ja. aber ich. Kennst du zu, oder? Kannst du vielleicht auch mal vom anderen Haus irgendwas machen? Okay, kannst du allgemein am Tisch noch was machen? Kannst du was in den Kiefer reintun? Ja. Das sieht mir ja nach einem Auge aus. Ihr Kupferding. Vielleicht. Der andere Drache hat beide Augen. Okay. Warte mal. Vielleicht dann auf der anderen Seite. Oder ja, du kannst die bewegen.
Erinnert mich so ein bisschen an Abacus. So, Mute ist vorbei. Ich habe dieses Symbol hier, mit diesem Griff hier, sieht genauso aus wie das Ding da drüben. Ich will da raus. Lass mich raus. So. Wie das mittlere da in wie das in dem Schrank, genau. Genau. Das sieht aus wie das hier. Jetzt ist nur die Frage. Und Paco! Au! Und danke dir für den Subscribe. Aber für was? Was will das von mir? Warum? Du hast ja da links unten, rechts unten die beiden Symbole von drüben. Ja. Und kannst du zufällig das drehen und halt. Da kann ich gar nichts drehen. Ich kann hier nichts bewegen. Ich habe nur diese Dinger und die kann ich auch nur von der Seite bewegen. Nur wenn ich hier bin. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann sie nur auf der Seite bewegen. Okay. Ich weiß nicht, was sie bedeuten.